Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir haben heute ein weiteres Social Smoke Review für euch. Heute geht es um den Melon Rush. Sollte euch das Video gefallen, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Jetzt viel Spaß beim Video. Da sind wir wieder mit dem Melon Rush. Man kann sich ja zum Teil schon denken, was da drin sein soll. Richtig, eine Melone. Aber was man beim Namen nicht erraten kann, es handelt sich auch noch um einen Blaubeertabak. 15,90 Euro kosten euch 100 Gramm. 250 Gramm kosten 32,90 Euro. Und das ist schon wirklich verdammt viel. Ist auch mit immer so der Punkt, der am meisten wehtut bei Social Smoke. Ja. Ich würde sagen, wir gucken uns mal Schnitt und Feuchtigkeit im Kopfbau ein. Und ihr seht schon, es ist ein mittlerer Schnitt. Feuchtigkeit ist sehr, sehr gut aufgenommen. Also definitiv keinen Grund zu meckern. Wirklich sehr, sehr gut aufgenommen. Keine überschüssige Molasse in der Packung. Im Funnel lässt er sich extrem angenehm bauen. Wir bauen übrigens in der Hookah Joan Harmony Bowl in Kooperation mit Somo. Fluffig reingelegt, ungefähr 22 Gramm würde ich jetzt schätzen. Smokebox mit zwei Kohlen drauf und dann läuft das Ganze hervorragend. Und die Rauchentwicklung, die seht ihr ja schon beim Warren, die lässt keine Wünsche offen, wirklich sehr, sehr guter Qualm. Ich würde sagen, wir kommen zum Geruch. Ihr guckt euch bei mir noch ein bisschen diese kranken Wolken an. Das erste Mal, dass wir die Dose aufgemacht haben und dran gerochen haben, dachten wir uns so, scheiße, ist der geil. Also wirklich, Melone wirklich gut getroffen. Das ist eine Honigmelone, riecht man auf jeden Fall, ist sehr, sehr süß. Und dann noch gleichzeitig mit der Blaubeere, die ich gar nicht so krass rausgerochen habe. Es war eher so, da ist noch was bei, aber ich war mir nicht sicher, was es wirklich ist. Und wir haben auch noch an anderen Dosen gerochen, weil irgendwie kam mir der Geruch doch sehr bekannt vor. Aber ja, es ist auf jeden Fall Blaubeere. Blaubeere riecht ja jetzt nicht so krass raus. Wenn man weiß, dass es drin ist, riecht man ein bisschen im Hintergrund raus. Aber präsent ist auf jeden Fall die Honigmelone. Ja. Melone ist auf jeden Fall im Vordergrund. Es ist eine sehr besondere Melone. Ich kann die Melone jetzt nicht mit irgendeiner anderen Tabakmarke vergleichen. Ist wirklich sehr, sehr eigen. Vielleicht kommt mir das aber auch nur so vor, weil da so eine etwas andere Note im Hintergrund mitschwingt. Ich wäre auch niemals auf Blaubeere gekommen. Also wenn ich dann rieche, hätte ich das niemals rausgerochen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch einen anderen Melone-Blaubeertabak gibt. Aber wie gesagt, interessante Kombi und macht auf jeden Fall Vorfreude aufs Rauchen. Ja, eine Rauchentwicklung hatten wir ja schon. Ich bin immer noch komplett bambuselt von diesen Wolken. Was sagst du denn zum Geschmack? Ja, geschmacklich ist es genau das Gleiche, was auch der Geruch widerspiegelt. Es ist einfach verdammt geil, es schmeckt sehr gut. Ich werde mir davon auf jeden Fall safe noch eine Dose holen, weil einfach, es schmeckt einfach sehr geil. Ihr habt weiterhin diese schöne Honigmelone im Vordergrund. Im Hintergrund, wenn man sich wirklich darauf konzentriert, ist auch eher dieser Beigeschmack von der Blaubeere am Start. Also es ist nicht nur eine pure Honigmelone, die da ist, sondern auch im Hintergrund noch die Blaubeere, die mir sehr gut gefällt. Ist aber auch eher so eine eigene Blaubeere. Also die ist jetzt nicht so, wie man diese typischen Blaubeere-Aromen kennt. Eher so ein bisschen anders, aber trotzdem sehr lecker. Von daher auf jeden Fall ein geiler Tabak. Schmeckt richtig gut und von mir auch daher die 10 Sterne, weil ich finde... 10? Ja, trotz des Preises? Wir bewerten nur den Geschmack. Ja, wenn ich den Preis mitnehmen sollte, dann ist es natürlich, dann drückt es natürlich das Ergebnis. Aber es ist auf jeden Fall sehr geil, sehr eigen. Was Neues, Schönes, was mir sehr gut gefällt. Ja, also ich muss sagen... Oder kommen wir erstmal zum Geschmack, wie ich das Ganze sehe. Ihr habt eine leckere Melonennote am Anfang, gefolgt von einer Blaubeernote, die aber wirklich nur ganz dezent im Abgang am Start ist. Also es ist definitiv kein krasser Blaubeertabak oder so. Ich finde die Kombination extrem geil. Es ist wirklich was Ausgefallenes, Außergewöhnliches, was ich so noch nicht sonst geraucht habe. Und selbst wenn ich mal irgendwie Melone und Blaubeere irgendwie in einem Mix zusammen hatte, ist das auf jeden Fall was ganz anderes als dieser Social Smoke. Ja, geschmacklich würde ich ihm auch safe die 10 Sterne geben. Aber... ich muss sagen, durch den Preis muss ich ihm einfach wieder, wie schon bei dem Absolute Zero, ein kleines bisschen was abziehen. Es tut zwar ein bisschen weh, weil der Tabak so gut ist, aber 32,90 Euro sind einfach zu viel. Auch wenn der Tabak aus den USA importiert werden muss nach Deutschland und es auch wirklich eine schöne, schöne Fabrik ist und die da viel Liebe reinstecken und viel Arbeit, aber... ja, 32,90 tut einfach zu sehr weh. Deswegen würde ich sagen, 9,5 Sterne von mir.
Lässt du dich überreden, auch wegen dem Preis noch einen halben Stern abzuziehen? Oder sagst du, der braucht 10 Sterne? Es ist halt so, geschmacklich ist er halt einfach die 10 Sterne definitiv wert. Wenn ihr jetzt sagt, ja gut, das ist einfach ein Preis, der mir schon im Geldbeutel wehtut, dann auf jeden Fall die 9,5 Sterne, weil es einfach doch ein bisschen das Ergebnis drückt. Nicht das Raucherlebnis, sondern eher das, dass man den nicht jeden Tag rauchen kann, 4-5 Köpfe, weil am Ende seid ihr dann halt ein paar hundert Euro los im Monat und dann ist es halt auch nicht mehr geil. Ja, ja, gut. Dann 9,5 Sterne von der Shisha WG, von den Melon Rush von Social Smoke. Wieder eine extrem geile Sorte von Social Smoke. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon mal eine Sorte von Social schlecht bewertet haben. Bis jetzt auf jeden Fall nur Bretter am Start. Das Einzige, was wie gesagt ein bisschen wehtut, ist der Preis. Das soll es für das Video wieder gewesen sein. Leute, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder Abo da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG. Ciao.